Es kann offenbar nur einen geben. Sepp Blatter hat es also trotz aller Widerstände, aller Kritik und aller Drohungen geschafft. Er wurde am Abend für eine fünfte Amtszeit zum FIFA-Präsidenten gewählt. Das mag trotz allem im Endergebnis nicht gar so überraschend sein. Der Weg dorthin war aber doch interessant. Blatter hat nämlich im ersten Wahlgang die nötige Zweidrittelmehrheit verfehlt. Doch statt eines zweiten Wahlgangs hat sein einziger Herausforderer, Prinz Ali bin al-Hussein, einfach aufgegeben. Blatter wurde damit automatisch Präsident. Eva Pöcksteiner über einen aufregenden Fußballwahltag. Das Duell um den FIFA-Kapitän hätte spannender nicht sein können. Titelverteidiger Josef Blatter gegen den Außenseiter Prinz Ali bin al-Hussein. Vor dem Match haben beide Kandidaten versucht, das Publikum, sprich die 209 Mitgliedsverbände, davon zu überzeugen, für sie zu stimmen. Prinz Ali will nach den jüngsten Korruptionsvorwürfen in der FIFA mit Fairness, Transparenz und Ehrlichkeit punkten. Ich gebe euch mein Versprechen, ich werde mich nicht verstecken, wenn etwas falsch läuft und nur die Lorbeeren für Gutes einstreifen. Ihr könnt auf mich immer zählen. Sepp Blatter geht hingegen nur am Rande auf die jüngsten Vorwürfe ein. Er setzt auf sich als starke Eigenmarke. Ihr kennt mich, ich muss mich nicht vorstellen. Ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Aber ich zähle auch auf euch. Ein letzter Appell an diejenigen, die in den letzten Tagen an Blatter zu zweifeln begonnen haben. Nach den Festnahmen von Funktionären vor 2 Tagen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit haben auch jahrelange Mitstreiter dem FIFA-Präsidenten den Rücken gekehrt. Das dürfte auch den Ausschlag dafür gegeben haben, dass Blatter die nötige Zweidrittelmehrheit im ersten Wahlgang versäumt hat. Ein zweiter Wahldurchgang wird bereits vorbereitet, doch dann die Überraschung. Prinz Ali wirft das Handtuch. Blatter ist der neue, alte FIFA-Präsident. Er lässt sich feiern, als hätte er 100% der Stimmen bekommen und kündigt einen Neustart der FIFA an. Let's go FIFA! Let's go FIFA! Beppo Mauhardt, längst dienender ÖFB-Präsident, hat mit Blatter lange Jahre zusammengearbeitet. Er traut ihm zu, dass er das Image der FIFA wieder ins Positive kehren kann. Dass ich Blatter kann das, denn er hat ja schon einige Beispiele geliefert, wo Korruption nachgewiesen wurde und wo er sofort Schlussstrich gezogen hat. Diese Funktionäre gibt es in FIFA-Funktion nicht mehr. Man muss ihm nur sozusagen auch entsprechende dazu bringen. Und dazu bringen kann man ihm nur, wenn man auch entsprechende Fakten am Tisch legt. Mauhardt rät Blatter jedoch, an seinem 80. Geburtstag zurückzutreten. Das wäre in einem Jahr. Doch wer Sepp Blatter kennt und diese Bilder sieht, tippt darauf, dass er seinen Thron, der kurzfristig stark gewackelt hat, nicht so schnell verlassen wird.